Zu Hause im Glück oder wie man auch in der Steuerbranche sagt, zu Hause im Unglück. Was es damit auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo dafür. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch unsere Steuern mit Kopf Community. Dort kannst du mitdiskutieren über Steuertipps, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Ihr kennt ja sicherlich alle diese Gaming-Shows wie Schlag den Raab, Zuhause im Glück und tausende von anderen Formaten, die es derzeit ja im deutschen Fernsehen gibt. Das Format Zuhause im Glück ist aber da ein bisschen speziell, weil es da auch schon mal vor Gericht ging. Kurz zur Erklärung, was ist das Format Zuhause im Glück? Eine Familie im Normalfall hat einen Schicksalsschlag erlebt, sei es finanzieller oder auch gesundheitlicher Natur. Und dort kommt dann ein Team mit Moderator, die dann zum Beispiel das Zuhause, ganz einfach, weil hier ein Renovierungsproblem entstanden ist, hier renoviert, umbaut, saniert und natürlich alles Mögliche schön neu gestaltet, damit die Familie, meistens wie gesagt mit einem Schicksalsschlag, ja bisher bestraft worden ist, jetzt hat natürlich hier wieder in diesem schönen Haus wohnen kann und vielleicht auch dann, wie gesagt, die Baustellenzeit schnell abgehandelt wird. Dieses Thema wurde vor kurzem auch schon mal Thema vor dem Finanzgericht und zwar vor dem Finanzgericht Köln und zwar vom 28.02.2019. Dort wurden ganz einfach im Verfahren vorab diverse Fälle durchgespielt, ja, wie sich das dann auswirken könnte. Und in diesem Zusammenhang wurden natürlich bestimmte Faktoren hier ganz einfach im Steuergesetz abgeprüft und die möchte ich jetzt ganz einfach mal, wie es auch im Urteil war, natürlich hier durchsprechen. Zuerst kamen die Beamten natürlich hier auf die Idee zu sagen, ja, das, was die Familie hier als Zuwendung bekommen hat, wäre ja in allererster Linie vielleicht eine Schenkung. Diese Schenkung wurde aber verneint. Dann kam es dazu, ja, aber es wurde hier auch mit der Leistung, die hier durchgeführt worden ist, also die Darstellung hier im Bereich der Fernsehsendung, eine gewerbliche Tätigkeit könnte hier auch vorliegen. Auch das konnte relativ schnell ausgeschlossen werden, weil es natürlich hier an der Wiederholungsabsicht der gewerblichen Tätigkeit gefehlt hat. Denn eine gewerbliche Tätigkeit liegt ja vor, wenn eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit vorliegt mit Gewinnerzielungsabsicht und einer Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr und das natürlich auch keine landwirtschaftliche Tätigkeit, freiberufliche Tätigkeit oder eine Vermögensverwaltung ist. Und da hat es eben an der Wiederholungsabsicht der selbstständigen und nachhaltigen Tätigkeit geführt, dass man, wie gesagt, hier sagen kann, es liegt eine gewerbliche Tätigkeit vor. Die nächste Frage war dann die, ja, aber es ist ja hier definitiv ein Wert zugeflossen. Und zwar natürlich in diesem Zusammenhang ein geldwerter Vorteil in Höhe der Leistungen, die ja hier erbracht worden sind. Also natürlich hier die Umbaumaßnahmen, sowohl die Materialkosten als auch natürlich die Leistungen der Bauarbeiter und natürlich der Moderatoren, die natürlich hier auch tätig geworden sind, um zum Beispiel auch vielleicht zu verhandeln bei Schulden und Ähnliches. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass hier natürlich dieser geldwerte Vorteil zu versteuern ist. Und zwar das Finanzgericht hat hier dann im Grunde gesagt, es ist hier als geldwerter Vorteil im Rahmen des Paragraphen 22 Nummer 3 des ESTG zu versteuern und zwar als sogenannte Leistungen. Was bedeutet bei solchen Umbaumaßnahmen, ich habe es ja gerade selber erlebt, bei einer Wohnung, kann dann relativ schnell hier ein hoher Geldbetrag zusammenkommen, vor allem wenn man sich das anschaut bei Zuhause im Glück, da geht es ja nicht nur um hier mal schnell eine Einbauküche oder eine Küche, sondern es sind meistens hier wirklich massive Baustellen, die hier ganz einfach behoben werden und da sind hier wirklich einfach Summen, die mal schnell im sechsstelligen Bereich gehen, weil ich sage mal so, da geht es dann um Küchen, da geht es dann Heizungen, da ist dann natürlich auch noch dabei zum Beispiel Schlafräume, Wohnzimmer, neue Möbel und ich meine, jeder, der schon mal eine Heizung eingebaut hat, weiß, die kann schnell mal 30.000 Euro kosten, auch eine Küche kann schnell mal 20.000 bis 30.000 Euro kosten, je nachdem wie natürlich und was natürlich alles gemacht wird, dann natürlich Spülmaschinen und sonstiges, was hier natürlich alles relevant werden kann. Und wenn man sich überlegt, dass dann zum Beispiel bei 100.000 Euro, das ist jetzt hier eine Schätzung von mir, also war nicht im Urteil so, aber wenn hier 100.000 Euro natürlich anfallen würden und dann ist natürlich hier der Steuersatz im Rahmen der Einkommensteuer inklusive Soli- und Kirchensteuer, je nachdem ob man in einer Kirchengemeinschaft ist, natürlich hier bis zu 50%. Spitzensteuersatz 45%, aber diese Fälle werden meistens hier nicht sein.
sagen wir eher mal 20%, dann müssten die auf diesen geldwerten Vorteil hier 20.000 Euro an Steuern zahlen, obwohl hier einfach irgendwas Gutes getan worden ist. Dieses Urteil ist, wie gesagt, vom Finanzgericht Köln vom 28.02.2019. Es gibt hier, wie gesagt, schon ein Gerichtsurteil. Die Frage ist natürlich, ob es dann weitergeht zum BFH. Ein wichtiger Punkt auch noch ist, was am Anfang auch hier in dem Urteil gefragt worden ist, was auch die Finanzbeamten abgeprüft haben. Ja, wurden denn hier Haftungsthemen und alles auch beachtet? Denn wäre hier zum Beispiel auch RTL, RTL 2, die haben ja alle solche Formate, Pro7, also Hashtag nur Werbung, ob die natürlich ihrer Hinweispflicht eventuell nachgekommen ist, sind. Sie haben hier in allen Verträgen, wurde übrigens mehrfach festgestellt, dass hier Passagen enthalten sind, die hier auf eine eventuelle Steuerpflicht hinweisen, wo es heißt, bitte prüfe diesen Sachverhalt mit einem Steuerberater. Und das haben die Leute dann auch unterschrieben. Dementsprechend auch wirklich so, dass hier auch diese Fernsehsender hier aus der Haftung raus sind. Ob diese Fernsehsender dann hier aus Kulanz eventuell das Ganze irgendwie, sage ich mal, doch aufnehmen, weiß ich nicht, da muss man natürlich dann mal bei denen anfragen, aber das ist wie gesagt nicht das Thema, sondern wie gesagt, solche Leistungen sind zu versteuern und zwar mit bis zu 45% Einkommensteuer, 5,5% aktuell noch Soli und natürlich Kirchensteuer, natürlich auch 8 oder 9%. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.